ersten Mal fand in Nürnberg Anfang Dezember 2016 die neue Oldtimer-Messe Retro Classics Bavaria statt. Eigentlich, so möchte man meinen, gibt es schon genügend Oldtimer-Messen in Deutschland. Aber die Besucherzahlen, die die neue Messe Retro Classics Bavaria vorgelegt hat, zeigen, dass es im Südosten des Landes Bedarf gab. Auf rund 37.000 Quadratmetern präsentierten sich 350 Aussteller, die vor allem aus der Region stammten. Viele von ihnen waren noch nie auf alteingesessenen Messen in Stuttgart oder Essen vertreten und somit für das Oldtimer-Publikum eine echte Bereicherung. Der bayerische Ableger der Retro Classics Stuttgart, die Retro Classics Bavaria, durfte sich bei der Premierenveranstaltung über rund 27.000 Besucher freuen. In Nürnberg erwarteten die Besucher in vier Messehallen eine große Zahl klassischer Fahrzeuge. Eine umfangreiche Fahrzeugbörse, viele liebevolle Clubpräsentationen und auch eine Automobilauktion. Schon am Freitag, dem ersten Besuchertag, hatten einige Fahrzeuge ein Verkaufsschild an der Windschutzscheibe. Das Fahrzeugangebot war groß und wieder waren es die verschiedenen Porsche-Typen, die stark gefragt waren. Den höchsten Preis erzielte ein Ferrari F40, der am Sonntag für eine siebenstellige Summe den Besitzer wechselte. Für jeden Geldbeutel und Sammler war auf der Nürnberger Messe etwas zu finden. Vom strahlenden Luxus-Oldtimer über die klassischen Brot- und Butterfahrzeuge bis hin zu den Ur-Oldtimern aus der Vorkriegszeit. Aber nicht nur die zahlreichen Verkaufsstände prägten die erste Retro Classics Bavaria. Auch einige Sonderschauen setzten das kundige Publikum in Erstaunen. So zeigte das Autohaus Macht aus Eckenthal-Brand zahlreiche Modelle von Subaru und Mitsubishi aus der hauseigenen Sammlung. Darunter ein extrem seltener blauer Mitsubishi Colt 100 von 1967, von denen weltweit nur noch an die 10 Exemplare existieren. Das Motorradmuseum Nürnberg und das Merx Motormuseum zeigten einige zwei- und dreirädrige Fahrzeuge, die im Raum Nürnberg produziert wurden. Darunter ein Herkules 2000 Roller mit Seitenwagen oder die Mars Monza von 1967. Einen Ausblick auf die neue Sammlung, die 2017 in Nürnberg eröffnet wird, gab Silberhorn Classic. Auf der Messe konnten die Besucher bereits einige Ausstellungsfahrzeuge wie den BMW Dixie, BMW 328 oder auch das große BMW 205 Bauer Cabriolet bestaunen. Natürlich spürte man die Wurzeln der Mutterveranstaltung Retro Classics in Stuttgart. So war bei der Retro Classics Bavaria vieles, was zum Konzept der Retro Classics Stuttgart gehört, auch in Nürnberg zu sehen. Dazu zählen auch die Neoklassiker, die Klassiker von morgen. Aber auch die Sonderausstellung der Traktoren und Nutzfahrzeuge sowie beeindruckende große historische Reisebusse. In einer Halle war auch der stets beliebte Ersatzteile- und Automobiliermarkt zu finden. Wer sich die großen Oldtimer nicht leisten konnte, war vielleicht bei deren kleinen Nachbildungen fündig. Aus der Sammlung des Litauers Saulius Karosas, der SK Collection, stammten einige der schönsten Premium-Kronjuwelen. Ein Trend erreichte auch die Retro Classics Bavaria. Sogenannte Scheunenfunde standen hoch im Kurs. Als reines Ausstellungsobjekt oder auch zum Verkauf. Ein Porsche 911, beschildert mit Tiefgaragenfund aus Maspalomas, lenkte besonders viele Blicke auf sich.
Eine der Höhepunkte der Messe war die Live-Auktion von ClassicBit am Samstag, bei der rund 40 Fahrzeuge zur Versteigerung kamen. Die nächste Retro Classics Bavaria findet vom 8. bis 10. Dezember 2017 statt.